In diesem Video nennen wir ein kleines Vögelchen, wie dieses hier. Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammydolls. Alle meine Schnittmuster gibt's auf meiner Webseite und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los! Die benötigten Materialien sind hier aufgelistet, aber das kannst du auch nochmal in Ruhe in der PDF-Datei nachlesen. Wir beginnen, indem wir das Bügelvlies jeweils auf die Rückseite der Flügel, des Schnabels und der Federn bügeln. Dann legen wir jeweils zwei Federteile rechts aufeinander und nähen sie rundherum zusammen. Dabei lassen wir die untere Kante offen. Als nächstes legen wir die Schnabel- und Flügelteile rechts aufeinander und nähen sie zusammen. Dabei lassen wir die gerade Kante des Schnabels und eine Wendeöffnung an der unteren Seite der Flügel offen. Wir wenden die Flügel nach außen und bügeln sie. Und wir schließen die Wendeöffnung von Hand. Nun wenden wir den Schnabel nach außen und falten die offene Kante nach innen und bügeln sie.
Wir wenden auch die Flügel nach außen und bügeln sie. Dann legen wir die drei Federteile aufeinander und nähen sie entlang der unteren Kante zusammen. Als nächstes legen wir jeweils zwei Kopfteile rechts auf rechts aufeinander und nähen sie jeweils entlang einer Seitenkante zusammen. Anschließend legen wir die soeben genähten Teile rechts aufeinander und nähen sie entlang der äußeren Kante zusammen. Und wir wenden den Stoff nach außen. Dann stecken wir den Bauchstreifen an eines der Seitenteile des Körpers und nähen ihn fest. Als nächstes stecken wir das andere Körperseitenteil an den Bauchstreifen und nähen es fest.
Nun kannst du entscheiden, ob du die größte Feder hinten oder vorne haben möchtest. Für dieses Vögelchen zeigt sie nach hinten und ich habe auch noch ein Vögelchen genäht, bei dem sie nach vorne zeigt. Ich glaube, ich finde es schöner, wenn die große Feder nach vorne zeigt. Anschließend stecken wir die Federn mit der Oberseite nach innen, sodass die untere Rohrkante auf die offene Kante der Bauchteile trifft. Wir stecken auch die Rückenkante zusammen. Wir nähen die Rückenkante zusammen und wenden den Stoff nach außen. Dann stopfen wir den Körper des Vögelchens. Und wir stopfen auch den Kopf und den Schnabel. Nun bestimmen wir die Schnabelposition und nähen den Schnabel mit einem Leiterstich an den Kopf. Als nächstes nähen wir zwei Knöpfe an den Kopf für die Augen. Wenn das Vögelchen für ein kleineres Kind bestimmt ist, das die Welt entdeckt, indem es die Dinge in den Mund steckt, dann wäre es besser, die Augen aufzusticken mit Stickgarn. Ich habe auch noch ein kleines Schleifchen an den Kopf festgenäht. Unter dem Video ist eine kleine Videoanleitung verlinkt, wo du auch ein kleines Schleifchen selber machen kannst. Nun schließen wir die Öffnungen an der Unterseite des Kopfes und an der Oberseite des Halses.
Dann nähen wir den Hals an den Kopf mit einem Leiterstich. Im letzten Schritt stecken wir die Flügel an den Körper und nähen sie fest. Und dann ist unser Vögelchen auch schon fertig. Ich habe dann auch noch ein Vögelchen gemacht mit mehr pinken Stoffen und ich habe auch den Schnabel etwas verändert. Also im Schnitt ist der Schnabel so wie bei dem pinken Vögelchen. Den Schnitt kannst du dir in meinem Shop herunterladen und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Nähen mit mir. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn du magst. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meine Schnittmuster kaufen auf meiner Webseite. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!